nichts erlebt. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja? Was genau möchtest du melden? In meinem Apartment ist mal wieder die Toilette verstopft. Können Sie bitte jemanden schicken? Und was bitte geht das die Polizei an? Nun, ich habe meinem Hausmeister schon 5-mal auf die Mailbox gesprochen. Und ich fürchte, er ignoriert mich. Können Sie ihn bitte verhaften? Tut mir leid. Solange deine Toilette nicht mit Kondomen voller Kokain verstopft wurde, ist das ein Problem, das du wohl alleine lösen musst. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja? Was genau möchtest du melden? Beim Anwesen Longbottom hat mein unbekannter Vandale die Gegensprechanlage aus der Wand gerissen. Und ich möchte betonen, dass ich den Täter nicht kenne. Danke für den Hinweis. Aber bezüglich dieses Vorfalls sind bereits fast alle unsere Einsatzkräfte im Einsatz. Ich notiere mir aber mal, dass wir dich als Täter ausschließen können. Danke für den Hinweis. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja? Was genau möchtest du melden? Ich habe mein Handy im Bus liegen lassen. Können Sie den Bus bitte mit einer Straßensperre aufhalten? Wurde dir das Handy denn gestohlen? Oder hast du es einfach nur im Bus liegen lassen? Weiß ich leider nicht genau. Gehen wir mal besser vom schlimmsten Fall aus. In Ordnung. Ich mache eine Meldung, dass eine Streife den Bus bei nächster Gelegenheit anhält und den Busfahrer einem Verhör unterzieht. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja? Was genau möchtest du melden? Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber die Wände in diesem Raum sind von Einschusslöchern durchsiebt. Oh, ich fürchte, das missinterpretierst du. Das war ein kleines Missgeschick bei Sergeant Pauls letzter Geburtstagsfeier. Seitdem hat uns der Bürgermeister das Tragen unserer Dienstwaffen bei Feierlichkeiten jedweder Art untersagt. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja? Was genau möchtest du melden? Auf dem Gehweg vor diesem Revier hat jemand schändlicherweise die Gehwegplatte mit Kreide beschmiert. Oh, ich fürchte, da handelt es sich nicht um ein Verbrechen. Eher um ein Ungeschick unseres letzten Fensterputzers. Aber lass es dir eine Lehre sein, mein Junge. Ein hoher Alkoholspiegel und hohe Höhen vertragen sich einfach nicht. Hat Inspektor Craddock jetzt Zeit für mich? Nein. Ich sagte dir doch schon, dass Inspektor Craddock derzeit einen wichtigen Fall von Vandalismus beim Anwesen der Familie Longbottom untersucht. Verstehe. Gab es dahingehend schon neue Erkenntnisse? Eventuell irgendwelche Verdächtigen? Warum fragst du? Ich kann dir unmöglich Informationen zum Stand der Ermittlungen weitergeben. Ich bin einfach nur ein besorgter Bürger. Wurde nicht auch der Hund von Baron Longbottom entführt? Sie wissen doch, ich bin Experte für verschwundene Tiere. Woher weißt du das? Na, weil Sie es bei unserem ersten Gespräch gesagt haben. Ah, stimmt. Verdammt. Kannst du diese Informationen bitte für dich behalten? Das ist genau die Art von Info, die ich dir unmöglich weitergeben kann. Wenn Sie mich jetzt zum Inspektor durchlassen, nehme ich diese Information mit ins Grab. Versprochen. Netter Versuch. Keine Chance. Komm doch nächste Woche noch einmal vorbei. Dann hat der Inspektor eventuell Zeit für deinen verschwundenen Hamster. Verschwundener Kater, nicht Hamster. Wie auch immer. Komm nächste Woche wieder. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Die Leute hinter dir in der Schlange haben sicher auch noch wichtige Anliegen an mich.
Ich möchte mich für die Polizeiakademie bewerben. Du? Wirklich? Wie kommst du darauf, dass du die für einen Polizeibeamten nötigen Qualifikationen mitbringst? Die da wäre? Nun, da wäre zum einen der größte Respekt gegenüber dem Gesetz. Ich war immer ein gesetzestreuer Bürger. Und ich habe mich selbst in meinen wilden Jahren nie erwischen lassen. Weiterhin musst du auf dem Laufenden sein, was die aktuelle Gesetzgebung angeht. Ich habe alle Police Academy-Filme gesehen. Sogar die fürchterliche Police Academy-Serie aus den 90ern, welche die Reihe zu Grabe getragen hat. Beim Schusswaffentraining wirst du Bestleistungen erzielen müssen. Ich war Call of Duty Landesmeister der Altersgruppe 7 bis 12 Jahre. Und einer der wenigen, welche das Original Doom in der Schwierigkeitsstufe Nightmare ohne Cheat bezwungen hat. Dann spielt natürlich körperliche Fitness eine große Rolle. Haben Sie je das Spiel Summer Games auf dem Commodore 64 meines Opas gespielt? Ich fürchte, ich kenne deinen Opa gar nicht. Aber Sie kennen Staffellauf, Stabhochsprung, 100-Meter-Sprint? Nun, ich habe all diese Disziplinen gemeistert, ohne den originalen Competition Pro Joystick meines Opas dabei zu zerstören. Weiterhin darf sich ein in der Psychologie geschulter Polizeibeamter nie aus der Ruhe bringen lassen. Egal in welcher Situation. Kennen Sie meinen verrückten Nachbarn George? Ich fürchte, ich kenne auch George nicht. Nein? Nicht? George, der sich ständig auf das Ende der Welt vorbereitet? George? Der mir 5-mal am Tag einen Platz in seinem Weltuntergangsbunker andrehen möchte? George, der regelmäßige Weltuntergangsnotfallübungen in seinem 20-Quadratmeter-Apartment neben dem meinigen veranstaltet? George, der denkt, dass laute Heavy-Metal-Musik um 5 Uhr morgens dazu führt, dass Außerirdische aus dem Andromeda-Nebel ihn erhören und von unserer verfluchten Erde erretten werden? Nun, ich bin mittlerweile seit 3 Jahren Georges direkter Nachbar. Und mein Nervenkostüm ist stärker denn je. Und ich bin die Ruhe in Person! Verdammter irrer George! So weit, so gut. Und zu guter Letzt die wichtigste Eigenschaft eines Polizeibeamten überhaupt. Der Punkt, der maßgeblich darüber entscheidet, ob du das Zeug zu einem Gesetzeshüter hast. Die Fähigkeit, Katzen von hohen Bäumen zu retten? Nein, das ist der Job unserer Kollegen von der Feuerwehr. Ich rede davon, niemals, und ich meine wirklich niemals, hungrig in einen Einsatz zu gehen. Und halte zu jeder Zeit, wirklich zu jeder Zeit, deinen Blutzuckerspiegel auf dem erforderlichen Einsatzlevel. Oh gut, ich werde es mir merken. Der erforderliche Blutzuckerspiegel entscheidet im Zweifelsfall über Leben und Tod. Und in deinem Fall entscheidet mein Blutzuckerspiegel darüber, ob du von mir eine Empfehlung für die Polizeiakademie erhältst oder nicht. Verstehe. Gut. Und nun geh und sorge dafür, dass die Donutschachtel davon am Eingang wieder aufgefüllt wird. Sieh es als Abschlusstest, der über deine Eignung zum Polizeibeamten entscheiden wird. Ich kümmere mich sofort darum. Guter Junge. Und denke immer daran. Keine Macht den Drogen. Danke, bis später. Natürlich. Einem gesetzestreuen Bürger helfe ich doch immer wieder gern. Und denke immer daran. Sag Nein zu Drogen. Ich bin versucht, einen davon zu kosten. Die sehen lecker aus. Aber Donut-Diebstahl ist in einem Polizeirevier mit so ziemlich das schlimmste Verbrechen, welches man begehen könnte.
Das Fenster gehört zum Polizeirevier. Durch den Spalt im Fenster kann ich den Polizeibeamten sehen. Wäre es nicht toll, wenn das jetzt geklappt hätte? Hat es aber leider nicht. Nein, das wird so nichts. Sieht nach Vandalismus aus. Ich werde nie verstehen, wie Menschen mutwillig und böswillig das Eigentum anderer Menschen zerstören können. Schade um den schönen Besen. Damit kann ich meine Quidditch-Karriere vermutlich an den Nagel hängen. Das muss nicht eingefärbt werden. Wäre es nicht toll, wenn das jetzt geklappt hätte? Hat es aber leider nicht. Besser nicht. Das brauche ich noch. Wieder da? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das war alles. Tschüss. Bis bald. Die Schale ist gefüllt mit leckerem, ungesundem Trockenfutter. Auch wenn ich Chucky nicht sonderlich mag, würde ich ihm das niemals antun. Hier gibt es nichts zu zerschneiden. Mit einer Schere spielt man nicht. Aus dem schwarzen Monster wurde nun also ein braunes Monster. Igitt, ich hasse Spinnen. Ricky frisiert keine Spielzeugkatzen. Ich suche besser jemanden, dem diese elegant lange Haarpracht besser steht.
Die Idee ist super, aber die Plüschkatze sieht Mr. Fumbleclaw leider noch nicht ähnlich genug, um die Illusion zu erzeugen, er hätte selbst auf dem Podest gesessen. Mr. Fumbleclaw ist noch eine ganze Ecke wuscheliger. Ich tue Tieren keine Gewalt an. Nicht einmal, wenn sie aus Plüsch sind. Nein, das wird so nichts. Nein. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee? Nein, das möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihn die Gummispinne groß schocken würde. Er hat auf seinen Expeditionen sicherlich schon jede Form von Spinne kennengelernt. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Nicht. Er würde die Gegensprechanlage sicherlich wiedererkennen und mich in Erklärungsnot bringen. Mr. Snuggles würde liebend gern ein paar Runden in diesem tollen Hamsterrad drehen. Aber ich sollte das Rad vorher besser irgendwo stabil platzieren. Das ist Mr. Snuggles, Susies leidgeplagter Hamster. Ich hatte früher eine ganze Hamsterarmee in meinem Kinderzimmer. Ich verspüre ein leichtes Hungergefühl. Ich werde wohl Basil Rumstone nach einem Snack fragen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ein kleines Chemielabor. Sieht verdammt gefährlich aus. Das muss nicht geschminkt werden. Die Schminke würde das saubere Fell nur unnötig verkleben. Lippenstift und Schminke helfen hier nicht weiter. In Ordnung. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass Susis Träume nach einem Filmmonster in Erfüllung gehen. Und gleichzeitig, und da bin ich mir ziemlich sicher, Mr. Snuggles Leben retten.
Komm zu Papa. Und hinein mit dir, du garstige Spinne. Tada! Was für ein toller Spezialeffekt auf 8 Beinen. Hey, was machst du da? Hey, Finger weg von meinem Experiment. Den Hamster brauche ich noch. Welchen Hamster? Oh, was zum Geier? Wo ist mein Hamster? Hamster? Du meinst den, der sich eben vor meinen Augen in dieses garstige Monster verwandelt hat? Wie bitte? Bitte nimm mich nicht auf den Arm. Bist du dir sicher? Aber wenn ich es dir sage, ich würde kein Kind anlügen. In der einen Sekunde war er noch da und in der nächsten sah er aus wie was auch immer das da ist. Wirklich? Wirklich. Wow! Das bedeutet, meine letzte Formel für Mr. Snuggles Futterzusatz hat tatsächlich funktioniert. Oh! Ich kann es noch immer nicht fassen. Ich habe ein Monster erschaffen. Fantastisch. Oh, ich glaube, ich stehe kurz vor einer Ohnmacht. Yippie! 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 Ja! Ich vermute, es sind Glückwünsche angebracht. Klingt, als wärst du deinem geplanten Monsterfilm einen großen Schritt näher? Du hast ja keine Ahnung, was dieser Erfolg für mein Projekt bedeutet. Mr. Snuggles Verwandlung in diese Monster-Tarantel war das Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Es stört dich also nicht, dass das Monster so klein und bewegungsfaul ist? Ja, ich gebe zu, dass das Endergebnis nicht ganz optimal ist. Aber die Größe kann sehr einfach mit einer passenden Kameraeinstellung kompensiert werden. Und was die Bewegung angeht, da werde ich wohl oder übel auf dezente CGI-Effekte zurückgreifen müssen. Aber wirklich nur minimal. Die Effekte in meinem Film sollen immer noch praktischer Natur bleiben und CGI nur da, wo es wirklich nicht anders geht. Klingt, als könnte dein Meisterwerk bald im Kino laufen. Hoffentlich bald, ja. Wegen dem erweiterten CGI-Effektbudget habe ich erst einmal ein unangenehmes Gespräch mit dem Produzenten des Films vor mir. Produzent? Ein Vater. Oh, verstehe. Ja, er ist irgendwie noch immer der Meinung, ich solle meinen Film doch einfach mit Knetpuppen realisieren. Mit Knetpuppen, wie alt bin ich? 4? Ja, leider komme ich aber wirklich nicht umhin, geplante CGI-Szenen wirklich erst in Knetmasse zu modellieren und zu visualisieren. Na, in der Regel ist Vater dann aber schnell überzeugt, wenn er meine Vision vor Augen hat. Es handelt sich also nur um eine lästige Formsache. Prima. Klingt, als hättest du ja alles im Griff. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich eben eines der Beine deiner Hamsterspinne bewegt hat. Wirklich? Ich sag dir ja schon, ich würde kein Kind belügen. Toll! Jetzt muss ich aber wirklich wieder an die Arbeit. Leider sind meine Vorräte an Knetmasse nahezu aufgebraucht und ich muss dringend neue produzieren. Kannst du nicht einfach Rumstone losschicken, um welche zu kaufen? Filmknetmasse bekommt man doch nicht einfach im Laden. Die hat ganz besondere Anforderungen und darf ja nicht einfach dahin schmelzen, wenn die Kameras laufen, hä? Nein, die mache ich lieber selbst. Oh, ich bin ziemlich fit in Chemie, musst du wissen. Und ich strebe nun einmal Perfektion an. In allen Bereichen meines Films. Dann viel Spaß. Danke. Auch, wenn ich noch immer nicht so recht verstehe, was du hier in meinem Zimmer eigentlich willst. Ich glaube,
Als Pizzajunge taugst du nicht viel. Nein, das wird so nichts. Mir gefällt Mr. Snuggles Fellfarbe so, wie sie ist. Mr. Snuggles hat ein so süßes, natürliches Gesicht. Er benötigt ganz sicher kein Make-up. Ob Rumstone schon meine Hausaufgaben fertig hat? Ach, ich frag ihn mal besser. Mr. Snuggles würde liebend gern ein paar Runden in diesem tollen Hamsterrad drehen. Aber ich sollte das Rad vorher besser irgendwo stabil platzieren. Das klappt nicht. Ohne Nägel wird das nichts. Ja, mein Freund, kann ich dir noch anderweitig helfen? Das wäre vorerst alles. Ja? Woran arbeitest du da noch? War dein Monster-Experiment nicht erfolgreich? Das Experiment war in der Tat ein voller Erfolg. Ich muss mich jedoch auf ein Gespräch mit meinem Produzenten bezüglich des erweiterten Effektbudgets vorbereiten. Auf ein Gespräch vorbereiten? Mit einem Chemiebaukasten? Vater, verlangt leider immer erst eine Effektvorschau mit Knetmasse, bevor er meine künstlerische Vision erfasst und das Budget genehmigt. Ja, das ist leider jedes Mal das Gleiche. Und am Ende sagt er doch immer Ja zu meinen mit ein paar Tränen garnierten Vorschlägen. Effekte mit Knetmasse? Klingt doch nach einer tollen Sache. Ich erwarte natürlich nicht, dass der Pizzajunge etwas von Kunst versteht. Oder Perfektion. Der Pizzajunge ist auch ein großer Filmliebhaber. Daran habe ich berechtigte Zweifel. Ist mir aber eigentlich auch egal. Ich habe zu arbeiten. Meine Vorräte an Knetmasse für Vaters Effektvorschau sind leider nahezu aufgebraucht. Und ich muss neue produzieren. Schick doch einfach Rumstone in den Laden, um Knetmasse zu kaufen. Boah, du hast keine Ahnung vom Handwerk der Filmkunst. Du kannst doch nicht einfach irgendeine x-beliebige Knetmasse aus dem Hobbyladen für sowas nehmen. Ach, nicht? Ja, natürlich nicht. Es sei denn, du willst dabei zugucken, wie sich die innerhalb von Sekunden in eine Pfütze verwandelt, sobald die heißen Filmscheinwerfer auf sie gerichtet sind. Stimmt, da hast du recht. Filmknetmasse hat ganz besondere Anforderungen.